Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Projekt. Ja, zwar spielen wir, Lang gewünscht, noch aber nie nie gemacht. gespielt. Zwar spielen wir endlich mal Adventure Map. Mal wieder. Mal wieder. Manche Leute wie Minecraft können es mir daran erinnern. Ja, wir professionell Adventure Map gesprungen haben. 40 Abonnenten damals, vor 300 Jahren, jetzt sind es Nein, oh. 42. Genau. Zwar spielen wir die Map Oh, bin ich schlecht. The Parkour Gauntlet, wie hier steht. Normalerweise startet man hier unten und müsste Aber dann per Knopf hier hochgeteleportet werden. der Aber irgendwie funktioniert es hier nicht ganz. Der Spawnpoint hier funktioniert auch nicht. Und wir haben aus Test mal, oder ich aus Test bin mal dort hochgeflogen und habe mich versucht zurückporten zu lassen. Das ging. Dann hat sich den Knopf von der Nicht schlecht. Lime-Challenge zerstört. Deswegen mussten wir jetzt hierher fliegen. Wir müssen dann auch zu den anderen Die Hälfte der Kommandowörter Challenges funktioniert fliegen. einfach nicht. Das stimmt. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber macht ja nichts. Oh. Ja, wie gesagt, wieder Adventure Map. Wir Oh. können immer noch nicht springen. Eigentlich wollten wir auch mal Surf Maps aufnehmen in Spawnpoint. CS:GO. Ja, das kannst du ja nicht aufnehmen. Ja, da fehlt es leider an der Technik. Also wir wollten schon Source, denk an Spawnpoint ansetzen. Oh, ins Counter-Strike Source damals, Klettermaps und so auf Death Run. Death Run wäre richtig Oh. lustig gewesen. Death Warte Run mal, ich kann doch sagt, einfach so machen. So. Death Run wäre sicherlich damals in CSS, wär das wie Oh, das heute ist der gewesen in Wahnsinn, ey. Go. Und hättest du mit Repeats mitgespielt, wäre Death Run ultra populär geworden, sage ich dir. Sagst du mir einfach so. So, übrigens habe ich ja gebucht, was drin steht. Das lese ich mal vor, wenn ich beim nächsten bin oder runterfall. Da war auch irgend so ein Stehball, der hieß irgendwas mit Debugger und ich soll den irgendwo hinwerfen. Hab ich gemacht. Nichts passiert. Nichts passiert, so Schneeball ist weg. Best Schneeball ever. Nee, wir wissen selber nicht, woran es liegt. Wir haben auch die Blöcke eingestellt. Irgendwie ging's nicht. Jetzt wird Zeit. Nein, letzter Sprung. Lese ich mal das Buch. Da steht, Welcome to the Parkour Gauntlet. Before you get started, you need to know a few things. First, try not to use commands. Ja. Geht ja nicht anders. This is a Multiplayer, also dieses Multiplayer kompatibel. Wie Ja, blätter ich denn hier um? Multiplayer kompatibel. Es gibt einen Block, wo man drauf springen kann. Stimmt. Hey, wie blätter ich? Jetzt. Ah, hier. This map is made up of 8 branches, each consisting of 5 sections. Beat all 8 to finish the map. If you want to quit a branch, throw your snowball, der übrigens weg ist. Keep in your mind that your checkpoints will not be saved. Okay. If you find the checkpoints buggy in any way, then just drop your snowball into the void. Hab ich gemacht, nichts passiert. You will get it back. Ja. Important. When you activate a checkpoint, be sure to stand on it for at least a half second. Ah! If you walk too quickly, it may important. Okay. Also es steht, bei dem Checkpoint muss man ungefähr eine halbe Sekunde auf den Checkpoint stehen. Ja, wieder was geschafft. Das gehört. Ja. Wie ihr seht, wir sind auf jeden Fall professionelle Jumper, vor allem ich. Ich presse euch die Surf-Maps in CSGO durch. Bei Minecraft springen geht nicht. Gebe ich nicht hin. Und Ja, hier ist ein Checkpoint. er hat der letzter Zeit immer relativ viel, wie hieß das Spiel? Er hat Minigames gespielt in wie eine Kraft. Geschafft. Lol, da ist geleckt. Wenn wir beide Das. zurückgeportet, wenn ich hier drauf trete. Nee, wahrscheinlich nur du, aber du kannst doch mal erwarten. Gut. Ich höre mir so lange Loro an. Ist es hier drei Versuche oder wie läuft das? Wir machen einfach. Die Folge. Immer die Folge. Genau, wenn wir in der Folge nicht fertig wären. Also nicht insgesamt, sondern der übrig geblieben ist. Soll ich mal eine halbe Sekunde drauf stehen bleiben und probieren? Die halbe Sekunde schon seit 10 Sekunden vorbei. Ach stimmt, da war ja was. Ich habe jetzt auf eine halbe Minute gedacht, na egal. Ich habe kein Spawnpoint gesetzt, egal, mach ich jetzt First Try, mir auch egal.
So eine Lust-Challenge. Ehrlich. An sich sind die ja wirklich gar nicht so schwer, aber... Diese Baby-Challenge. Dieses Rudergefalle kann ich schon auf den Sack gehen. Bin ich. Ich bin schon wieder hier. Soll ich hochfliegen oder soll ich einfach... Ja. Gut. Zeig mal her, ja. Game-Mode 1. Ja, wir haben uns gerade eine lange Zeit... Also das hat irgendwas... Das hat irgendwas, haben wir mal wieder viel gespielt oder so. Wolltest du gerade erzählen. Ja, solche Minigames. Ja, Minigames haben wir viel gespielt. Das Problem ist, ich hätte sehr gern auf... mir fällt der Sommername gerade nicht ein. Mindplex. Ich hätte sehr gern auf Mindplex, weil es da richtig geile Modis gibt. Aber es hat nicht funktioniert. Alter, ich krieg's nicht hin, ey. Wir sind einfach auf den Server gejoint, immer in die gleiche Lobby, auch Lobby wechseln, tausendmal reconnect, alles mögliche. Ich hab schon wieder kein Spawnpoint gesetzt, ey, ich bin der größte Profi der Welt, ey. Aber wir konnten nie zusammen spielen, es hat uns nie gefunden, wir konnten nie eine Party beitreten. Wir konnten zwar als Freund adden, aber da hat mir jemand offline angezeigt. Alter. Doch, tick eine Sekunde nach add. Falls jemand eine Lösung hat dafür, woran das liegt. Falls jemand eine Lösung hat, how to get better in Minecraft Adventure Maps. Das muss ja nicht, ich hab's ja direkt durchgeschafft. Oh, Alter, ey. Ich hoffe, du hast Hintergrundmusik ein bisschen an. Gerade nicht, aber normalerweise ja. Dann machst du mal an. Die ist ja an. Aber wenn man in Game Mode 1 geht, ich bin die ganze Zeit in Game Mode 1, fällt mir gerade ein. Dann? Geht die aus. Ich glaube immer, wenn man sich in Game Mode wechselt. Nee, ich bin auch im Game Mode drin und die ist an. Echt? Bei mir ging die da immer aus. Oh, Alter, ihr seht, diese Adventure Map, auch wenn es die easiest Map on Earth ist, dauert bei meinem Skill bestimmt 3 Jahre. Warum komme ich denn jetzt nicht mehr da hoch, Alter? Ich wurde aus den Stein weggehauen, aber einen neuen hinplatziert. Wahrscheinlich ist das der Sprung ist in Wirklichkeit unschaffbar. Nein, das ist gekennzeichnet. Guck, wenn du dich guckst. Ach ja. Farblich gekennzeichnet. Ja, falls jemand eine Lösung hat. Was du denn? Das wird nicht gegessen in der Aufnahme. Das ist doch gar nicht. Ich wollte nochmal kurz meine Köchelkanne angucken. Hört ihr das? Grauenhaft, oder? Schlimm sowas. Mit sowas muss ich aufnehmen. Ja, ich stehe hier und guck dir zu. Naja, dann erzähl doch mal was Schönes. Oh, Alter. Ey, da hinten bewegen sich sogar Steine. Na geil. Wo bist denn du? Seh dich nicht mehr. Ah, da hinten. Leute, die essen, sehen die anderen nicht mehr, hab ich gehört. Oh, Alter. Ich war wieder höchst motiviert für Minecraft. Du warst mal damals besser in der Adventure Map. Das ist richtig, aber ich habe auch lange nicht mehr gespielt. Ich auch nicht, aber Minecraft ist eigentlich so ein Ding. Ist eigentlich zur Beruhigung gut. Naja, ich weiß ja nicht. Guck mal hier, blauer Himmel. Das gibt's nicht. Blauer Himmel, schöne Welt. Naja. Sag mal so. Oh, das war glaube ich die falsche Richtung. Schöne Welt ist jetzt was anderes. Aber wir kennen uns ja auch nicht aus. Die Sache ist. Oh, hier. Ich habe eine Adventure Web gesucht. Eingeben schlechteste erst. First bitte. Nee. Die Sache ist, bei Adventure Maps gibt es halt viele wirklich Adventure Maps, wo man Adventures macht. Und keine Parkour Maps. Da habe ich dann auf Parkour Maps geguckt und habe dann halt das erste genommen. Weil zum Zeitpunkt der Aufnahme gab es ein Update. Wo man sich immer nicht sicher ist, ob die Maps richtig funktionieren. Ja, das kann nur sein, dass deswegen die Map nicht richtig funktioniert. Ich kann mich erinnern an alte Arma-Zeiten, als ich noch mit meiner 1K-Leitung. Alter, das gibt's nicht. Das Schlimme war, damals kam bei Arma 3 jede Woche ein Update raus. Oder mehr. Da kann ich mich erinnern, da haben wir, glaube ich, gefühlt jeden dritten Tag aufgenommen. Und jeden dritten Tag
Ey, Leute. Eine Minute bevor wir aufnehmen wollten, kam einfach ein Update raus. Dann kam aber auch mal noch so 2 Gigabyte Updates, gell? Ja. Wo ich dann immer den ganzen Arbeitstag geladen habe. Das war schön, da kommst du nach Hause, das will ich noch, gell? Da kam ich nach Hause. Ey, Alter, ja. Irgendwann so 19 Uhr, immer 19 Uhr kam das Update. Fällt ist, das Update kommt nicht früh oder irgendwann. Nein, mittags. Es kommt 19 Uhr. Und immer, ich weiß immer, kam ich nach Hause und wir wollten zocken. Oh, jetzt schon eine Runde Arma, geil. Das wird wieder schön, so richtig lustig. Steam auf, 2 GB Update. Gut, dann war's gelaufen für den Tag. Tja, so ist das, wenn man schlechtes Internet hat. Das schon mal, ist ein Glück nicht mehr so, oh. Liebe Zuschauer. Das heißt, ich lecke nicht mehr. Und wir können immer aufnehmen. Oh. Ach, no. Ja, das ist wieder, ja. Das funktioniert ja wunderbar. Na gut. Sind die nichts. Warte mal, ich probiere jetzt mal was. Auf jeden Fall, noch vor ist es auch heute geschafft. Ich hab irgendwann, wie hab ich den Screenshot geschafft? Weiß ich nicht. Ich hab schon 10 Minuten vor Ende auf der Aufnahme halt so geschafft. Die erste Map. Naja, heißt, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So. Gelb ist next. Seht ihr, dass die Knöpfe hier funktionieren nicht? Hier ist orange, haben wir orange? Orange haben wir nochmal. Ja, orange haben wir nochmal. In der Zwischenzeit fliegen wir aber nach gelb. Gelb, where are you? Ist das hier ist glaube ich gelb, oder? Das ist orange. Ja, was ist das hier? Hier ist nochmal orange. Wow. Eins ist aber gelb und eins ist orange. Hier ist rot. Ich fliege mal nach da. Hier sind zwei orange. Boah, Alter, der Map. Niveau. Ganz ehrlich. Das sieht schön aus hier, lila. Lila das ist ordentlich. Das ist das, rot. Und hier ist... Das Problem lila. Ist, orange hier ist das vorletzte Niveau. Blau. Welche Map sieht einfach aus? Welche Map sieht einfach aus? Die hier? Oder die da hinten? Weil eine ist die vorletzte, eine ist die zweitschwerste und eine ist die zweitleichteste. Super Map Ersteller heißt es, super gebaut. Finde ich auch. Keine Ahnung. Ist die Leitung einfach? Ich weiß es nicht. Wir machen die mit den Leitern jetzt. Gut, wir machen also die mit den Leitern jetzt. In der nächsten Folge machen wir die dann. Warum erst in der nächsten? Also geht's richtig los. Ach, ja, wir können schon mal anfangen. So, machen wir mal Spawn Point. Oh, Game 2. So. Oh, lol. Sieht ja bisher relativ einmal easy aus. Oh, nein! Ah. Müssen wir uns Spawn Point setzen? Habe ich natürlich direkt vergessen. Inzwischen könnte es mal ein paar Ticks und Trips geben. Passt. Ein paar Tricks und Tipps geben, wie man dann überhaupt hier so ein Spiel spielt. Mit Maus und Tastatur am besten, würde ich sagen. Gibt's aber auch auf der Konsole, Minecraft. Die wollte auch einen Tipp haben. So, gut. Erste geschafft. Mal ersetzt man mal einen Spawn Point. David, grüß dich. Hast du gehört? Was? Oh, das war gut. Was sagt die, die auf Xbox und PS4 spielen? TZX. Das war gar nicht mehr so viel. Oh, da, also das wird glaube ich ein bisschen härter hier. Ist gar nicht. Weil ich muss jetzt vorher mit bei Tasten klarkommen, Alter. Wow, ey, ich bin richtig gut. Ich glaube an der Challenge sitzen wir 3 Stunden. Ich weiß gar nicht, wie man das hier macht. Wow. Wollen wir nicht über die andere erst nehmen? Nee, ach komm. Nein! Oh, lol. Okay, das ist schwieriger als gedacht, muss ich sagen. Aber ich glaube, wenn wir dann direkt hier dran springen, und dann, sagen wir mal, hier so rüberrutscht. Wie hab ich das jetzt gerade gemacht? Ist auch nicht. Ha! Ich hab die super Idee! Aber die erzähl ich in der nächsten Folge. Echt? Ja. Moment, Leute, ich probier's noch mal. Ach, das kann nicht wahr sein. Also dann? Nehmen wir uns beim nächsten Mal. Bei dieser wunderschönen Challenge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.